Vor langer Zeit existierte ein Reich, das von einer riesigen Mauer umschlossen wurde, der kaiserlichen Eisenmauer. Diese Mauer sollte das Reich schützen. Der Herrscher dieses Reiches erlangte unter anderem durch ein starkes Militär große Macht. Dieses Militär wurde bereits viele Jahre zuvor etabliert, da der Kaiser bereits in jüngeren Jahren ein Gesetz zur Wehrpflicht eingeführt hatte. Besagte Einberufung ist in der gleichnamigen Karte dargestellt, zusammen mit einer jüngeren Version des Kaisers und einem Soldaten mit einer sehr ähnlichen Rüstung wie bei kaiserliche Eisenmauern. Um das Militär zu finanzieren, führte er eine neue Steuer ein. Ebenfalls zu sehen ist der in Zauberstoppende Statue, kaiserlicher Befehl, kaiserlicher Brauch, DD-Rekruten und Vertrag verbrennen. Inwiefern diese Karten in die Geschichte gehören, ist schwer zu sagen. Kaiserlicher Befehl und kaiserlicher Brauch geben zumindest einen kleinen Einblick in das Leben des Kaisers. Und er hat irgendwann im Laufe seiner Amtszeit die DD-Rekruten angeworben, aber den Vertrag mit ihnen später wieder verbrannt. Die Gründe dafür sind leider nicht bekannt. Und jetzt wird's ein bisschen tricky, da bei allen folgenden Karten das Artwork des Herrschers recht deutlich verändert wurde. Sowohl der Zeichenstil als auch die Kleidung und Krone sind etwas abgeändert. Und bis auf die erste Karte wird der Herrscher auch nicht mehr als Kaiser, sondern als Tyrann betitelt. Also ist nicht mehr mit Sicherheit festzustellen, dass es sich bei beiden um den gleichen Herrscher handelt oder vielleicht um einen Nachfolger. Definitiv sind beide Kaiser in etwa im gleichen Alter und sie herrschen über dasselbe Reich. Der abgeänderte Zeichenstil kann eventuell dadurch erklärt werden, dass ein paar der nächsten Karten eine Anspielung auf das bekannte Märchen des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen sind und man so das Märchen besser veranschaulichen wollte. Aber dazu gleich mehr. Wie ihr sehen könnt, ist es sehr schwer, hier eine klare Abtrennung zu machen, also werde ich die Geschichte so weiter erzählen, dass es sich die ganze Zeit um den gleichen Kaiser handelt. Dieser Ansatz erscheint mir für das Gesamtbild der Geschichte einfach stimmiger. Mich würde es aber sehr interessieren, was ihr davon haltet oder ob ihr das anders seht. Ein kreativer Austausch in den Kommentaren würde mich daher sehr freuen. So, jetzt aber wirklich weiter mit der Geschichte. Als Kaiser war es natürlich selbstverständlich, auch einen eigenen Feiertag zu haben. Und an diesem Feiertag hatte der Kaiser was ganz Besonderes vor. Er wollte seine neuen Kleider seinen Untertanen präsentieren. Und hier beginnt auch die Anspielung auf Hans Christian Andersens des Kaisers neue Kleider. Im Japanischen heißt die Karte Haraka no Osama, was übersetzt der nackte König bedeutet. Und gleichzeitig auch der japanische Titel für des Kaisers neue Kleider ist. Und wie im gleichnamigen Märchen lachen noch hier im Artwork die Untertanen aus. Erzürnt von dieser Schmach kehrte der Kaiser zurück in seinen Palast. Dort angekommen ließ er seinem Zorn freien Lauf, wie in den Artworks von Tirade des Tyrannen, Laune des Tyrannen und Wutanfall des Tyrannen zu sehen sind. Wenn man jetzt nur nach dem Märchen geht, wurden die drei Gefolgsleute dafür bestraft, dem Kaiser nicht mitgeteilt zu haben, dass er keine Kleider anhat. Kurz für den Kontext: In des Kaisers neue Kleider werden einem Kaiser neue Kleidungsstücke von zwei Webern angepriesen, die nicht nur prachtvoll aussehen würden, sondern dazu noch die Besonderheit hätten, dass sie von niemandem gesehen werden können, der dumm sei oder für sein Amt nichts tauge. Der Kaiser gab ihnen also den Auftrag und ließ die Arbeit stetig von seinen Gefolgsleuten überprüfen. Besagte Stoffe gab es aber nie und so sahen die Gefolgsleute auch keine Kleidung. Da das aber ja in Folge bedeuten würde, dass sie dumm oder unfähig seien, lobten sie sie alle in höchsten Maßen. Und so kam es schlussendlich, dass der Kaiser bei einem großen Festumzug seine neuen Kleider präsentieren wollte. Das Endergebnis im Märchen sieht man dann in der Karte kaiserlicher Feiertag. Und daher auch dann der anschließende Wutanfall. Lassen wir das Märchenthema vorerst mal und sehen uns die Artworks genauer an. Die Opfer des Kaisers waren nämlich nicht irgendwelche namenlosen Bildfüller, sondern Feldkommandant Raas, der motivierende Hauptmann, der eigentlich nur der deutlich bekanntere plündernde Hauptmann Jungen Jan ist, und der Goblin-Angriffstrupp. Drei Karten, die selbst eine eigene Geschichte zu erzählen haben, aber diese Geschichten werde ich in separaten Videos behandeln. Sowohl Raas als auch der Hauptmann machen einen sehr erschöpften Eindruck, beziehungsweise sind sie verwundet und ihre Rüstungen sind beschädigt. Feldkommandant Raas und der motivierende Hauptmann kehrten also vermutlich aus einer Schlacht zurück. Das Ende besagter Schlacht zeigt sich im Artwork von motivierender Hauptmann. Und auch der lebendig heimkehrende Krieger untermauert diese Theorie.
Dabei handelt es sich nämlich entgegen vieler Meinungen bzw. auch einigen Wiki-Einträgen um den motivierenden Hauptmann und nicht den plündernden Hauptmann. Und das ist ganz klar zu erkennen an zwei Dingen. Zum einen die Pfeile in den Artworks und ausschlaggebend die Narbe am linken Auge. Weder der motivierende Hauptmann noch der Krieger in der lebendig heimkehrende Krieger besitzen diese Narbe. Der plündernde Hauptmann allerdings schon. Diese Narbe wird ihm nämlich erst sehr viel später zugefügt, und zwar im Kampf gegen den Erzunterwäldler König des Schreckens. Zu sehen in der Karte Narben des Kampfes. Aber ich schweife schon wieder ab. In diesem Szenario hat der Kaiser also wahrscheinlich einen Wutanfall wegen eines misslungenen Feldzugs. Für welches Szenario man sich auch entscheiden mag, oder ob man sie auch kombiniert, die Folge ist grundsätzlich dieselbe. Geldnot. Entweder durch die Kosten des gescheiterten Feldzuges oder die horrende Summe, die der Kaiser für seine Kleider ausgegeben hat. Was machte er also? Zuerst einmal eine Runde Frustessen. Und dann erhöhte er die Steuern. Zu sehen in der Karte königlicher Steuererlass. Habt ihr es bemerkt? Genau, Steuererlass würde ja bedeuten, weniger Steuern zu bezahlen. Das liegt an der absolut falschen deutschen Übersetzung. Direkt vom Japanischen übersetzt heißt die Karte nämlich hohe Steuern des königlichen Palastes. Und ich meine, schaut euch mal die Reaktion der Bürger an. Sieht das etwa aus wie Steuererlass? Ich denke nicht. Doch es kam noch schlimmer. Wer nicht zahlen konnte, musste Zwangsarbeit leisten oder wurde eingesperrt. Die Unterdrückungsherrschaft des Kaisers hatte begonnen. Doch die Menschen glaubten daran, eines Tages wieder ihre Freiheit zu erlangen. Die drei Karten unterdrücktes Volk, umherlaufende Menschen, unvereinter Widerstand beschreiben den Übergang eines unterdrückten Volkes zu einer sich anbahnenden Revolution. Und das gleich auf mehrere Arten. Zum einen mit den Kartentexten. Sie werden unterdrückt, glauben aber, dass sie eines Tages die Freiheit erlangen werden. Obwohl sie stillschweigend alles erdulden, schwören sie einen Eid, dass sie sich erheben werden und den Kaiser stürzen. Menschen, die sich treffen und gemeinsam schwören, sich gegen ihre Unterdrücker zu erheben. Eine Revolution steht bevor. Die drei Karten haben eine symbolische Verschiebung von Angriffs- und Verteidigungspunkten, die den Wechsel des Volkes von einer defensiven zu einer offensiven Haltung in den Phasen vor der Revolution symbolisieren soll. Das unterdrückte Volk ist die defensivste der drei Karten mit dem höchsten Verteidigungswert, während der vereinigte Widerstand die Rolle des Aggressors mit dem höchsten Angriffswert repräsentiert. Und dann noch das umherlaufende Volk, das einen Zustand der Verwirrung symbolisiert und einen Angriffs- und Verteidigungswert von 600 hat. Der Zustand der Aggression bzw. der Übergang von Toleranz zur Revolution wird auch durch den Anstieg der Stufen jeder Karte dargestellt. Beginnend mit der Stufe 1 unterdrücktes Volk und endend mit Stufe 3 vereinigter Widerstand. Und noch etwas fällt auf. Die Attribute der drei Karten wirken sehr zufällig und etwas undurchdacht mit Feuer, Wind und Wasser. Das ist aber gezielt so gewählt, weil sie eine Anspielung auf die Farben Rot, Weiß und Blau sein sollen. Rot, Weiß und Blau. Und eine Revolution. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Die Rede ist natürlich von der Französischen Revolution. Und mit all diesen Anspielungen und Referenzen war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die große Revolution ausbrach. Die drei Männer auf diesem Artwork stammen alle aus den drei zuvor gezeigten Karten. Links der Mann, der in unterdrücktes Volk ausgepeitscht wurde, rechts der blonde Mann aus umherlaufendes Volk und in der Mitte der Mann an der Ecke aus vereinigter Widerstand. Das Volk bewaffnete sich also und wollte die Festung stürmen. Jedoch war der Kaiser darauf vorbereitet gewesen und so wurde die Revolution des Volkes beendet, bevor sie wirklich angefangen hatte. Zumindest dachte das der Kaiser. Denn nicht nur das gemeine Volk litt unter seiner Schreckensherrschaft. Viele Soldaten im kaiserlichen Dienst konnten die Zustände ebenfalls nicht mehr ertragen und waren schockiert von der Erbarmungslosigkeit des Kaisers gegenüber den Aufständischen. Also trafen sich die verbliebenen Revolutionäre mit den Soldaten und planten einen neuen Aufmarsch für den nächsten Tag. Der Kaiser wog sich in dieser Nacht in Sicherheit, da er glaubte, die Revolution im Keim erstickt zu haben, angedeutet in gefährliches Nickerchen. Am nächsten Tag also versammelte sich das Volk erneut vor der Festung und der Kaiser schritt hinaus, um den Aufstand zu unterbinden. Doch dieses Mal lief alles anders.
Als der Kaiser zum Volk hinaustrat, warfen sich seine eigenen Soldaten und Hofangestellten auf ihn, wie in doppelte Heimzahlung zu sehen ist. Wenn man nach der direkten japanischen Übersetzung geht, finden die zwei Situationen aus »Die große Revolution ist vorbei« und »Doppelte Heimzahlung« vermutlich unmittelbar aufeinander statt. Die direkte Übersetzung ins Englische ist hier »Huge Revolution Reversal« und »Double Reversal«. Wie auch immer man es nun auslegen mag, der Kaiser versuchte sich loszureißen und zu fliehen. Doch die Soldaten hielten ihn auf, zu sehen in Agonie des Tyrannen. Im übertragenen Sinn bedeutet Agonie so viel wie Untergang oder Zerfall und soll hier auf den Untergang des Kaisers und seiner Macht hinweisen. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den Kaiser abzusetzen, und ein neuer Herrscher wurde eingesetzt. Der alte Kaiser wurde enteignet und verbannt. Bei seiner Abreise wurde er von seinem Volk, das so lange unterdrückt worden war, mit allen möglichen Dingen beworfen. Ungefähr so wie Cersei bei ihrem Walk of Shame in Game of Thrones. Das Volk beschloss dennoch, die Festung des ehemaligen Kaisers einzureißen, um endgültig mit ihm und seiner Herrschaft abschließen zu können. Und so erlangte das Volk nach langer Zeit endlich wieder seine Freiheit zurück. Wie fandet ihr die Geschichte der großen Revolution? Ich weiß, es gibt viele Dinge in dieser Geschichte, die irgendwo persönliche Interpretationssache sind, aber besonders die Anspielungen über des Kaisers neue Kleider und ganz besonders die mehrfach versteckte Symbolik in den Karten unterdrücktes Volk, umherlaufende Menschen und vereinter Widerstand fand ich absolut faszinierend. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt sehr gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zusehen und möge das Herz der Karten euch leiten.